Aber die kommen doch beide darüber, oder? Oder sehe ich da gerade was falsch? Wenn er jetzt loslässt und dann beide rüberrennen, oder? Nein, 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 das geht doch nicht. Dann. Muss ich das beim Hochgehen koordinieren, ne? Ja, ich weiß. Das wird jetzt noch ein bisschen knifflig, großer Bruder. Auch nicht. Moment. Kannst du da irgendwie jetzt hochklettern? Nein. Ah, warte mal, wenn er jetzt hier jump. Oh, oh. Okay, alles verstanden. Alles verstanden. Das unten muss gar nicht sein. Herzlich willkommen bei Liebesgrüße aus Holland. Mit Henrik van de Maiglöcksche. So, also nochmal eine Umdrehung. Und dann müssen wir nur springen. Ali hopp. Zack. Gut. Das heißt, der braucht unten das gar nicht halten eigentlich. Und Ali hopp. Puh! Fabian, guten Abend. Und Schlafhorst, danke für den Loot. Guten Abend, liebe Kinder, zu einem guten Onkel-Nacht-Geschichte mit Onkel Henrik. Ja. Es war einmal. Gut. So, und jetzt können wir hier kurbeln. Halt. Erst benutzen, dann kurbeln. Ah, genau, das reicht. Dann kann er loslassen. Oh, immer schön weiterkurbeln und jetzt Koordination. Nicht aufhören mit dem Kurbeln, nicht aufhören mit dem Kurbeln, nicht aufhören mit dem Kurbeln. Oh, geschafft. Sehr gut. So, easy. Sehr schön. Ich mag das Spiel. Ah, Moment. Hier können wir mal wieder. Ja, jetzt kann ja auch mal der Kleine mal die Parkbank benutzen. Yolalihiti! Oha. Du kannst mir sagen, was du willst. Da hätte es doch bestimmt auch einen einfacheren Weg gegeben, oder? Boah. Oh, schön. Das die Vögel gewesen oder war das ein Mensch, der gerade geschrien hat? Können wir. Nein. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Es gibt kein Inventar, es gibt nur das, was immer dann gerade situativ vorhanden ist. Und natürlich so gewisse Eigenschaften, dass der Größere, der kann schwimmen, der kann auch die schweren Gegenstände oder Hebel benutzen. So, du zuerst. Das war's. Na, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch so einen Alpenexpress oder so. Oh, jetzt kann ich, glaube ich, loslassen, wenn die schwarzen Balken da sind. So. Ja, ich würde sowas nicht loslassen, so eine Karte im Hochgebirge. So Wind und so, ne? Ist ein Riss in der Landschaft. Aus mit Absicht. So, das sind Steinböcke. Schubsen die uns dann runter? Oder was passiert hier?
Okay, er kann das aufmachen, das Gatter. So, wir kommen nur mal kurz schauen. Aber da hinten wirklich zu diesem komischen. Da! Ich würde es ja echt gerne mal probieren, mich einfach hier an den. Kommt dann einer angelaufen und boxt mich runter? Nee, ne? Was kann ich mit euch was machen? Ich kann jetzt reiten! Die Bergziegen! Moment mal. Aber wie? Moment. Kann ich die jetzt benutzen? Oder beide gleichzeitig? Mal gucken. Nee, das ist momentan mehr hier nur so ein Pony Express. Okay. Aber das wird doch irgendeine Bewandtnis haben. Ach da. Wo sagst du? Ja. Ja, da lang. Das ist mir schon. Oder muss ich dann erstmal hier raus und dann hier hoch? Mal gucken. So, komm noch mal hin. Nee. Wir reiten mal wieder raus. Mal gucken. Vielleicht müssen wir woanders lang. Ja, okay, alles klar. Ja, ist gut. Alles wird gut. Ich mag das Flachland eigentlich auch ganz gerne. Okay. Das mache ich immer morgens. Da reite ich auch immer mit erstmal aus so. Okay, da einmal da lang, da lang. Oh Gott, das war. Du bitte dort. Gott sei Dank. Vielen lieben Dank. Wir empfehlen Sie weiter. Gibt eine positive Bewertung. Sieht total ungefährlich aus. Ja. Aber schön, ne? Ich denke die ganze Zeit, das finde ich, ich finde sowas. Ja. Gut. So. Da haben wir aber gut Strecke, gut Meter gemacht gerade eben, ne? So, wer bist du? Ein verrückter Professor? Der hat ein Fluggerät da hinten, ist klar. Ja. Zahnrad, alles klar. Ja. Herr Meisteringenieur, gucken wir uns erstmal an, was wir hier machen müssen. Und wie wir hier überhaupt hochkommen. Wer kann das benutzen? Er nicht, ne? Oder? Er kann das nehmen. Und wie, ja, so geht man nicht mit. Beide können es benutzen. Hier geht's bergab. Okay. Da irgendwie rauf. Oh. Ah, er hat unendlich viele. Das ist gut. Okay, gut. So einfach so.
Was ist wichtiger? Einer, der weit werfen kann oder einer, der jetzt gut fängt? So. Der hat aber ganz schön viel Kraft, ne? Kinders, man spielt nicht mit Zahnrädern. Kannst du beides gleichzeitig? Nein, kannst du nicht. Wer hat es geklippt? kannst du aber rüberwerfen, ne? Ich hab da immer Angst, dass es wieder sonst wohin fällt. Sag mal! Das ist hochtechnisches Feinwerkzeug. Feinmechanik ist es. Da muss man schon mal ein bisschen Socks halten. Moment. Oh, bitte nicht fallen lassen. Erstmal hier einsetzen. Ganz vergessen. Danke. Atta. Ja, Atta, Atta. Machen wir gleich. Atta, Atta. Kinder und Technik. Ah. Oder jemand trifft. Ach so, hierher. Ja, so viele Zahnräder hätte er da nicht mehr gehabt, ne? Herr Meisteringenieur, ne? Fluggerät bauen, eine tolle Anlage, aber dann hier das nicht schaffen. So, muss ich... Kann ich ein Zahnrad da mitnehmen? Ja, ich will nur gucken, ob ich hier was mit... Ah, Moment. Mitnehmen muss. Oh, der hat sich aber schon schön. Teppiche gab es wohl bei Ikea im Sonderangebot. Okay. Okay, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir den richtigen Ton treffen? Meine Streams sind so gut, da tanzen die Leute auf den Tischen. Okay. Wir wissen, wie wir ihn zum Tanzen bringen. Aber was hilft, bringt uns das? Vielleicht mal eine andere Musik? Frage ist, ob das überhaupt richtig ist, was ich hier mache, oder ob ich das machen muss, ne? Okay, hier gibt es gar nichts an Musik. Da auch nicht. Geht mal ganz durch. Ich meine, wir haben ihn ja schon zum Tanzen gebracht. Die Frage ist, ob das jetzt reicht, oder? Vielleicht ist es ja nur ein Gimmick. Vielleicht ist es nur eine Zusatzaufgabe. Und hat jetzt gar nichts mit... Hier weiter. Ah, einer nach dem anderen. Nicht wieder beide gleichzeitig bewegen. Ja, von und zu.
Aber das war wieder nur etwas, mit dem man interagieren kann. Dass man dann den einmal zum Tanzen bringt. Ja. So. Multipass. Guten Tag. Ja, darüber. Ja, wir fliegen jetzt rüber. Natürlich, klar. Ich habe da schon das Fluggerät gesehen. Nein. Nein. Atta. Dürfen wir einfach so sein Fluggerät benutzen, Ja. oder? Wenn dahin, Alatia. Ja. Mali. Ah, okay. Gut, das ist, ich nehme das mal als Erlaubnis. Dann gehen wir da mal runter. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So. Vorher kippen und dann. Ah, ich liebe Zwischenspeichern. Das war wieder das Symbol da oben. Rechts. Da bitte einmal durchkicken, großer Mann. Okay. Da können wir die Perspektive ändern. Nein. Ich kann reinzoomen, rauszoomen, aber das war's. Ah, von wegen. Cool. Moment. Ja, Atta Atta, ist schon klar. Ich muss aber nicht vorher was machen. Gibt es hier irgendwo vielleicht ein Easter Egg? Im Sinne von. Okay, da geht's dann weiter. Da müssen wir dann hoch. Mal gucken. Mal rauszoomen. Ich würde mal interessieren, wo wir denn landen müssen. Oh, guck mal da, ein Vogel. Den schauen wir uns mal an. Hallo, Piepmatz. Na? Wenn ich groß bin, will ich mal Chicken McNuggets werden. Voll gut. So. Ich glaube, das ist auch nur vor der Lull. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Da ist ein Käfig. Kerze. Oh, da müssen wir den ganzen Turm noch hoch. Oh, geht's da hinten noch weiter? Habe ich das richtig gesehen? Da war doch noch hinten eine Brücke. Hier. Ach, du ahnst es nicht. Gut. Das Ding macht einen sehr zuverlässigen Eindruck. Da kann gar nichts schief gehen. Da geht nach, da kann doch gar nichts. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen automatisch. Mit Fliegen habe ich es nicht so. Ich meine, ich fliege gerne, aber ich lasse das Leute machen, die das können. Okay, bei 3. 1, 2, 3. Abwärts. Kann ich. Oh, ich kann steuern, indem ich mein Gewicht verlagere. Ach. Oh, nee, oder? Also. Ach nee, wir kommen wahrscheinlich von der Brücke dann lang. Okay, gut. Ein bisschen darüber. Ja, einfach da durch, natürlich. Was soll schon passieren? Boah, das vor allen Dingen mal mit Verzögerung, ne? Bis es tickt mit den, mit der Gewichtsverlagerung. Ja, alles klar. Scharfe Rechtskurve. Einen Immelmann würde ich damit aber nicht probieren wollen. Ja! Ja, alles gut. Links oder rechts? Okay. Schaffen wir, schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir.
Oh, das war nicht richtig. Mist. Wie kam ich zu dem Spiel? Kennst du nicht? Da. Och, nee, nochmal alles neu machen. Oh, das war blöd. Das ist bei Nitro, bei Discord Nitro als Spiel mit dabei. Discord-Partner habe ich ja Nitro. Und drauf gekommen auf dieses Spiel bin ich. Es gab mal von GameStar die letzten Tage. Ich gucke mir von GameStar die YouTube-Videos an. Gab es ein Video von guten Spielen, die nicht so lange brauchen. Und da wurde das angeführt, das Spiel. Da habe ich mal nur, das kannst du ja mal ausprobieren. Also so Spiele, die dann so 4, 5 Stunden brauchen. Fand ich eigentlich ganz interessant. So. Und dann mal ausprobiert. Die Frage ist, können wir den Vögeln ausweichen? Also. Oder kann man da nichts machen? Das passiert sowieso. Kann man nicht eine Abkürzung nehmen, woanders lang? Baum, sag ich doch. Bäume sind böse, gell? Hörnchen hat natürlich wie immer recht. Nee, nee, also das ist jetzt erstmal. Ja. War Thunder ist ein Dreck dagegen. Das Blöde ist immer, wenn du erstmal ein ganz langes Teilstück hast, was relativ unproblematisch ist, und dann hinten raus gibt es eine knifflige Situation. Da musst du immer erstmal vorne alles spielen, bis du dann sehen kannst, Moment, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Passiert wohl immer. So, die Frage ist. Hallo? Ey, das war unfair. Moment mal. Warte mal, ich will doch will noch mal was, ich will noch mal nachkicken. Und zwar so. Also, wo ist der Hubschrauberlandeplatz? Also wir kommen irgendwie von da hinten, ne? Mal schauen, dass er das immer dann auf. Schwierig jetzt hier. So, von wo kommen wir? Weil das hilft mir momentan nicht weiter. Ich will gerade mal gucken, ob es irgendwo, wo ich denn landen kann oder will. Wir kommen irgendwie von, ja, von da. Da ist dann das andere Teilstück. Das hier vorne ist aber nur. Kann man dann von hier darüber? Nee, ne? Man muss schon hier bei dieser Brücke irgendwie landen, ne? Na dann. Aller guten Dinge sind drei. Abwärts. Ich probiere mal, ob ich irgendwie die Höhe. Mal so wie es aussieht. Kann ich wirklich nur links und rechts? Höhe geht nicht. Also das ist so ein Spiel, da kann man bestimmt mal rumgucken. Das wird es auch in anderen Stores oder so mal im Angebot sein. Oh.
was war jetzt? Bin ich irgendwo gegen eine... Was war das jetzt gerade? Hä? Warum... Oder bin... Hab ich... Vielleicht sollte ich nicht auf den Chatter. Bin ich da irgendwo rangedotzt oder so? Das habe ich... Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Entschuldigung. Hä? CV-Gameplay bei Henrik. Ja, deswegen spiele ich ungern CV. Ja. Zu weit rechts vielleicht. Okay, gut. Okay, gut. Also dann noch mal jetzt ein bisschen genauer hier drauf achten. Auch wenn ich das hier schon ein paar Mal gemacht habe, mich interessiert dann nur, was ich nachher machen muss. Und daran habe ich gedacht. Aber das ist so wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten, ne? Du bist schon am Überlegen, wie du jubelst, bevor du das Ding reingemacht hast. So, also, soweit ist alles gut. Nein, 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 zu lang, zu lang, zu lang, zu lang, zu lang gebraucht, oder? Nein, alles gut. Kann ich da jetzt den Sturz ab? Ah, ich muss nach links, glaube ich, oder?